Grüßt euch, Freunde. Wir sind heute wieder im Verse von Star Citizen unterwegs, wo auch sonst, und wollen ein paar Abenteuer erleben. Wir werden dabei einfach Missionen zocken, mal gucken, was das Mobiglas uns heute anbietet. Und ich befinde mich hier zurzeit auf Port Olesar beim Gasriesen Crusader. Und ja, hier werden wir dann starten und dann gucken wir mal, was wir hier jetzt so alles im Angebot haben. Wir werden das mal jetzt runtergehen und erstmal ein kleines Schiff besorgen. Ich denke mal, wir werden da ein Schiff nehmen, wo man alles so ein bisschen mitmachen kann. Die Cutters Black bietet sich dabei immer ganz gut an. Ja, da fragt auch der Kali Kabo, Kali Koba schon, ob es ein 30k gibt. Aber wie ich ja schon mal sagte, diese Frage, die gibt es eigentlich immer im Chat. Und weil das eigentlich eher nur, wir machen es mal weg. Gut, wir gucken mal ins Mobiglas und schauen mal, was wir hier im Angebot haben. Eine Liefermission, die können wir auf jeden Fall mal wieder machen. Da hätte ich auch Bock drauf. Da müssen wir uns entscheiden, ob wir eins von diesen beiden machen hier. Dann haben wir natürlich Security Post Career. Das hatten wir aber neulich erst gemacht. Das ist alles Gekämpfe. Hier nehmen wir aber auf jeden Fall so oder so mal Call to Arms an. Das kann man immer annehmen. Da haben wir so ein bisschen Müllbeseitigung, das lohnt sich aber meistens nicht. Und hier unten haben wir dann noch ein bisschen Schiffskampf und Kopfgeldjagd und so weiter und so fort. Und was haben wir bei Personal? Da haben wir auch noch so ein bisschen was. Maintenance, Messy Situation. Ja, das bin ich mir nicht ganz so sicher. Da sollten wir, glaube ich, erstmal die Finger von lassen. Das machen wir dann alles mal mit dem Evil Sid. Da habe ich auch schon überlegt, wann ich mal damit anfange. Aber ich weiß nicht, glaube erst mit der 3.15 oder sogar erst, wenn Pyro reinkommt. Pyro wäre doch eigentlich ein cooler Start, auch mit einer kriminellen Karriere, was man parallel mal mit einem anderen Charakter losstarten kann, um das alles zu testen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. So, nichtsdestotrotz zurück zu unserer Liefermission. Wir können ja mal gucken, was gibt es denn hier alles. Also, Shubbing Mining Facility SCD1 auf Daymar. Da müssen wir so ein bisschen was wegbringen. Da müssen wir nach Salin und nach Daymar. Hier haben wir das Ganze dann von Yela aus. Da müssen wir dann auch quer durchs Stanton-System und einmal nach QL1. Hier haben wir dann auch nochmal was von Daymar. Da müssen wir dann nach Yela und Daymar. Das ist Kovalex. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Hier aber das Ganze von ein paar anderen Monden, hier von Port Olesar, Yela, Selin, und das müssen wir dann nach Daymar bringen. Hier haben wir auch so was Ähnliches. Warum gehe ich das Ganze durch? Das hat folgenden Grund, denn ich habe mal geguckt, ob es vielleicht irgendwas gibt, was schon nach Crusader geht. Ja, wo wir da vielleicht zu so einer anderen Plattform müssen. Da gibt es ja auch diese Delivery-Automaten, wo wir es hinbringen müssen. Aber wahrscheinlich kommt das erst mit der zweiten Version von Crusader und von Orison, und dann, ja, müssen wir mal gucken. Aber das wird auf jeden Fall kommen, denke ich mal. So, was haben wir noch hier? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit einer ganz normalen Liefermission. Und, ja, welche nehmen wir da? Das klingt doch ganz gut. Oder? Dann machen wir das mal. Gibt 8000 Flocken für. Und das ist doch eine ganz entspannte Sache. So, wir müssen zum First Aid Shelter. Das heißt, wir könnten eventuell, ich versuche das einfach mal, wie gesagt, ich bin nicht der übelste Trader, deswegen kann ich da euch auch nicht die krassesten guten Tipps geben, was ihr von wo nach wo bringt. Das kommt außerdem auch alles erst später, wenn das mal wirklich fix ist und feststeht und die Preise sich verändern und man auch weiß, wo man gucken muss, wo sich die Preise verändern, dann können wir uns damit beschäftigen. Aber ich gehe jetzt mal ganz logisch an die ganze Sache ran. Und denke mir, bei einem First Aid Shelter, da brauchen die doch bestimmt ein paar Medical Supplies. Und ich würde sagen, die nehmen wir uns dann doch hier mal mit. So, dann gehen wir hier auf Buy, suchen uns ein schönes Schiffchen aus. Da nehmen wir dann mal die, ja, nehmen wir die Cutlass Black. Ja, komm, die ist doch ganz gut. Packen hier Medical Supplies ein. Und zack. So, damit sollten wir, na, ich glaube, wir sind nicht ganz voll, denn ich glaube, 17 Units hat die nicht, die hat man nicht 46. Aber ist egal, wir fliegen auf jeden Fall nicht leer. Ne, kostet auch nichts, ne, paar Alpha UECs ist ja nix, ist ja das. So. Und dann würde ich sagen, oh, vielleicht kann man noch was mit. Ja, aber mal schnell machen. Ne, geht aber, glaube ich, nicht mehr. Ne. Gut.
Agricultural Supplies weiß ich halt nicht, ob wir die loswerden. Aber wir können ja trotzdem mal welche mitnehmen. Ne, so, zack. Und mal gucken. Ne, irgendwo werden wir sie bestimmt los. Ja, ich war noch nicht fertig, Mensch. So, zack und zack. Dann sind wir wenigstens voll. Und dann schauen wir mal. Jo, tu es. Tu es. Tu es. Ja, wir werden dann gleich die Cutlass Black auch nochmal so ein bisschen umequippen. Da sind ja gegimbelte Waffen drauf und ich fliege ja ungegimbelt. Dadurch haben wir dann auch eine Waffengröße mehr. Das werde ich auf jeden Fall mal ganz fix tun. Den Rest, den lassen wir so. Und dann sind wir doch für diese Runde schon gut gewappnet. So, das Ganze bleibt und wird immer persistenter jetzt. Das merkt man auch schon an der einen und anderen Stelle. Wenn man zum Beispiel sein Licht anlässt im Schiff und das Schiff dann einmottet und bei der nächsten Session wieder aufs Landepad stellt, kann es halt sein, dass das Licht noch an ist. Als Beispiel. So, was haben wir denn hier? Wir nehmen einfach mal ein paar Attrition Repeater oder haben wir noch mal andere hier? Ah, nee, komm. Nehmen wir die. Zack. Hier auch nochmal. Dann nehmen wir die hier auch nochmal mit. Zack. Und zack. Und somit haben wir auf jeden Fall, sind wir auf jeden Fall ungegimbelt. Und das Ganze sieht doch schon erstmal ganz gut aus. So, die müssten auch von Hurston Dynamics sein. Ja, stimmt, steht ja auch hier. Das ist das typische Hurston Dynamics Design. Ja, und dann würde ich sagen, safen wir das Ganze. Und fliegen mal los. So, zack. Cutlass Black von Drake. Da ist er. Ist natürlich jetzt auch hier vorgelagert, denn wenn wir hier das Ding bestücken, dann machen die das natürlich hier vor Ort und dann ist das auch hier gestort. Der B07, da müssen wir hin. Da hinten ist auch die Pickup-Site. Es gibt hier diese Art von Missionen in zweierlei Hinsicht. Entweder ihr habt eine Pickup-Site, müsst da verschiedene Pakete abholen und dann an verschiedene Orte bringen. Oder ihr müsst verschiedene Pakete an verschiedenen Orten einsammeln und dann an einen Ort bringen. Das ist halt momentan die Varianz in der ganzen Geschichte, dass ihr drei Pakete abholen müsst und an drei verschiedene Orte bringen müsst. Das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Aber dafür wären dann 8000 Alpha UECs auch ein bisschen wenig. Sind es sowieso, auch für diese Mission. Denn es ist viel Gegurke. Klar, das Risiko ist sehr gering. Aber man muss ja auch zumindest irgendwie seinen Sprit und seine laufenden Kosten im Blick haben. Vielleicht wäre die Cutlass hier jetzt auch schon ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte man da auch ein kleineres Schiff nehmen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, wie ihr seht, hier noch ein bisschen Fracht mitzunehmen. So, es ist auch nicht ganz voll. Nur da hinten, hier oben fehlen noch welche. Aber das macht nichts. Wir werden einfach mal losziehen. Es ist auch immer so ein bisschen riskant, denn wenn jetzt wirklich der im Chat angekündigte 30k kommt, der meistens übrigens nicht kommt, wenn das im Chat steht, dann ist alles weg. Ja, das ist immer so ein netter Trick, zum Beispiel, um seine eigenen Leute, wenn der Server voll ist, auf den Server zu kriegen. Dann schreibt man mal sowas wie 30k in den Chat und dann gehen sie alle raus, weil sie Angst haben. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Ich glaube, das ist einfach Leute, die sehen einen Bug, irgendwas funktioniert nicht und das ist halt gleich ein 30k. Keine Ahnung. So, dann haben wir da oben, das ist eine Mercury Star Runner. Aber die lassen wir mal hinter uns. Und fliegen erstmal nach Daymar. Natürlich auf die helle Seite. Ist ja wohl logisch. So, Bewaffnung sieht jetzt folgendermaßen aus. Das sind die einen und das hier sind die anderen und zusammen sehen die dann so aus. Und das ist doch schon mal nicht so schlecht. So, wo müssen wir hin? Wir müssen auf die andere Seite und das bedeutet, dass wir doch tatsächlich eventuell... So, wo springt er jetzt hin? Man weiß es nicht so genau. Den will er nicht, ne? Den will er nicht. Warum will er den nicht? Gut, dann machen wir das anders. Machen wir hier Clear Route. Zack. Oder wir machen
noch besser. Achso, wir müssen da, ne? Ja, genau, da ist es ja. Man ist ja gar nicht da oben in der Raute. Wir müssen ja hier mit diesem Kreuz da drauf. Ist ja alles noch verschoben. Ich dussel. So, und dann fliegen wir da direkt hin. Und ich glaube, wir haben tatsächlich Sonne, Leute. Es ist nicht hundertprozentig sicher, aber zu 85,9%. Ja, gut 95%. Jawohl, da kommt sie, die Sonne. Sehr gut. Schön. Ja, hier wird auch nicht viel los sein an so einem Edge-Shelter. Ne, da ist wirklich sehr, sehr wenig los. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wir da überhaupt was verkaufen können. Ne, ob da überhaupt irgendein Verkaufsterminal ist. Aber wäre ja eigentlich sinnvoll, wenn man da Medical Supplies hinbringt. Ne, also, würde ich jetzt finden. Also irgendwas muss es da ja eigentlich geben. So, den können wir ausmachen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz ins Mobiglas und schauen doch, nur weil es mich interessiert jetzt, mal auf dieses Commodity Price Alert. Ihr seht schon im Hintergrund, wir sinken ab. Ne, aber auch hier ist schon wieder mehr dazugekommen. Da können wir uns auch mal wieder mit beschäftigen. Aber ich muss hier rein. Sonst gehen wir hier gnadenlos zu Boden. So, ein bisschen rauszoomen hier. So, übrigens bin ich echt der Meinung, dass man weiter rauszoomen kann jetzt mit der 3.14. So, muss aufpassen, dass ich vorbeiballern. Das kann ich mal ruckzuck passieren. Ich muss auch die ganze Zeit dagegen halten, ein bisschen. Ja, aber nicht schlimm. Ne? Wir haben ja zur Not haben wir auch die Kollegen hier. Die helfen immer ganz gut. Beim oben bleiben. So, dann werden wir da mal landen. Und dann mal gucken, ob wir hier was loswerden. Ansonsten holen wir halt nur unser Paket ab. Ist ja auch in Ordnung. So, mal direkt hier vorne runtergehen, denke ich mal. So. So, habe ich Landefahrwerk schon draußen? Ne, habe ich nicht. Warum nicht? So, und wir sehen wieder. Wahrscheinlich passt das gar nicht. Obwohl, doch, das passt bestimmt. Ich versuche mal. Obwohl, doch, das passt. Das passt. Aber wir sehen hier auch an der Stelle wieder, wie groß. Obwohl, die Treppe. Nee, komm. Ich fliege ein bisschen weiter. So, wie groß das Schiff einfach ist, ne? Es ist einfach wirklich genauso, eigentlich größer als so ein Shelter. Ja, wohl gleich groß. Ne, ungefähr. Finde ich super. So, lange auch nicht hier gewesen an so einem Ding. Sieht auch echt ganz cool aus, finde ich. Nach wie vor. Total geil. So, vielleicht kriegen wir ja einen schönen Sump hin. Sowas vielleicht. Ne, ein bisschen mehr Station drauf kriegen. So, mal so. Ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ne, oder so vielleicht. Gut, egal. Wir lassen mal alles an, steigen mal aus und gucken mal, ob wir unsere Medical Supplies loswerden. Irgendwann, wenn dann irgendwann das Verladen mit reinkommt, dann werden wir das natürlich alles auch selber be- und entladen müssen. Ich kann ja mal gucken, ob das jetzt ansatzweise schon mit der 3.14 geht, wenn wir jetzt das Multitool mit dem Traktorbeam benutzen. Ich glaube aber nicht, aber wer weiß. Ne, teilweise können wir das ja schon benutzen, aber hier im Schiff haben wir da kein Grid. Aber irgendwann wird das halt so sein. Ob wir das mit so einem Multitool dann machen oder mit irgendwas anderem, ne, das müssen wir dann mal abwarten. So, hier ist auch nur ein so ein Shelter. Aber, wie gerade schon gesagt, ich bin ewig nicht hier gewesen. Ich weiß überhaupt nicht, ob es hier überhaupt irgendwas gibt, um Sachen zu verkaufen. So, geht der jetzt auf hier oder was? So. So, sieht nicht so aus. Ne? Es ist einfach wirklich nur so ein doofer Shelter, wo man mal hier so ein bisschen, Zeug da sich, hier so heilen kann und mal übernachten kann. Ne? Das kann man machen, aber hier kann man wirklich nichts wegbringen. Aber egal, wir fliegen ja noch andere Stationen an, das heißt, wir werden das bestimmt irgendwo anders noch los. So, das könnten wir jetzt natürlich mit dem Multitool bedienen. Ne? Also wir könnten diese Pakete jetzt mit dem Multitool nehmen, das geht auf jeden Fall. Aber, das müssen wir ja nicht unbedingt. Für diese kurze Strecke können wir das auch tragen. Schiff müssen wir jetzt auch nicht unbedingt zumachen, denn das hören wir, wenn hier wer kommt. Außerdem verirrt sich selten irgendeiner hier in diese Region, denn außer so ein Paket hier abholen kann man hier nicht viel machen. Stellen das Ganze mal hier an die Seite, würde ich sagen.
So. Zack. Das sollte auch recht fix sein. Jawohl. Ja, aber auch diese Mission ist was, wo man jetzt nicht unbedingt sich nach zwei, dreimal machen ein Schiff leisten kann. Das dauert wirklich, bis man das dann irgendwann hingekriegt hat, dass man wirklich so viel Geld dabei hat, dass man das auch kann. Da wird sich aber irgendwann auch noch einiges verändern. Ich weiß letztendlich gar nicht, wie das von Cloud Imperium Games geplant ist, wie lange man braucht, um sich wirklich ein Schiff leisten zu können. Das soll sich ja auch letztendlich auch so anfühlen, als wenn man sich das auch wirklich erarbeitet hat und nicht irgendwie dreimal Kopfgeld jagt und dann geht das schon. Dann kann man sich schon so ein kleines Hoverbike leisten. Ne? Also ja, ich bin da echt mal gespannt. Aber ich denke mal, am Ende wird das gut ausgebalanced sein und jede Mission wird auch so, wenn man die dann erledigt hat, ja, vom Gefühl her, also ein Gefühl hinterlassen, wo man sagt, yo, das passt so, ne? Ich finde das Geld, was ich jetzt bekommen habe, das passt in Relation zu anderen Missionen, auch vom Gefahrenfaktor her. Im Moment ist das noch alles relativ egal, deswegen gibt es halt viele, die machen einfach Kopfgeldjagd, denn wenn man da dann stirbt oder irgendwo gegenfliegt oder abgeschossen wird oder sonst irgendwas, ist das noch relativ egal. Irgendwann wird das aber nicht mehr egal sein. Und dann überlegt man sich fünfmal, ob man wirklich sagt, ha, mache ich jetzt Kopfgeldjagd oder mache ich lieber eine ganz entspannte fünfmal Liefermission und dann ist gut, ne? Das wird auf jeden Fall da irgendwann eine Rolle spielen. Übrigens, weil ich gerade hier dabei bin, ihr könnt, wenn ihr über die linke Maustaste, also ihr könnt erstmal F gedrückt halten und dann könnt ihr natürlich das droppen oder placen. Drop, da lässt das einfach fallen und place, da würdet ihr es dann irgendwo hinstellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit der linken Maustaste gedrückt haltet, seht ihr, dass er hier auch das, ihr könnt es auch so hinstellen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit mit, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war denn das? Obwohl, ich glaube, das geht nur mit... Warte, ich muss das mal kurz wegmachen nochmal. Oh, wie ist er da so gemacht? Verdammt, was ist jetzt? Ich glaube, durchs Ding geschmissen. Nee, ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ihr das jetzt nehmt und ihr macht das über Place. So. Place. So, dann habt ihr hier das Ding. Und dann könnt ihr, wenn ihr die linke Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr das Ganze dann noch drehen. Also ihr könnt es dann halt nochmal so ein bisschen platzieren. Und wenn er dann loslasst, dann stellt er das hin. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit. Und ich denke mal, das wird irgendwann auch wichtig werden, wenn wir mal Sachen wirklich exakt in irgendwas reinstellen müssen. Ne, dann werden wir das wahrscheinlich auch drehen müssen. Auch bei anderen Dingen wird das wichtig werden. Ich bin sogar der Meinung, man kann das auch mit dem Multitool machen. Allerdings vergesse ich immer wie. Aber ich finde es schon noch wieder raus. Denn Cloud Imperium Games, die hatten uns ja mal angekündigt, dass sie auch so eine Art Rätselmission ins Spiel bringen wollen, wo wir dann durchs Umstellen von Kisten, jeder kennt diese Art von Spiel, einen Weg freikriegen, wo man dann wirklich eine Kiste in die Lücke schieben muss, dann die nächste Kiste in die andere Lücke und die vor frei gewordene Lücke muss man wieder die andere Kiste reinschieben und dann hat man so einen Weg. Sowas kann ich mir darunter vorstellen. Ne? Das wird auf jeden Fall irgendwann so in der Art kommen und ja, bin mal gespannt. Gut, wir heben ab, geben Gas, fahren alles ein, stellen alles nach hinten und verlassen erstmal diesen Mond. Zumindest glaube ich das. Wir gucken mal ganz kurz. Vielleicht müssen wir auch erstmal hier nochmal irgendwo hin. Aber ich werde erstmal eine gewisse Steigung hier annehmen, damit wir nicht wieder runtergezogen werden. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. So ist, glaube ich, das. Mal kurz in die Außenansicht. Ja. Gut aus. Und dann gucken wir erstmal ganz kurz, wo wir denn eigentlich hin müssen. Also es war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Yela. Aber es kann auch sein, dass es einmal Dama war. Jawohl, war es auch. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Zum Agile Flat Agile. Da müssen wir hin. Oder sind wir da gerade? Sind wir da gerade? Ach nee. Da müssen wir hin. Coole Ohre. Ne, das Schöne ist nämlich auch jetzt seit der Alpha 3.14, das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, haben wir hier so ein ganz kleines, ja, so ein kleines Dreieck. Wenn wir da ranzoomen, dann sehen wir das so ein bisschen genauer. Naja, so, ihr seht es, ne, hier blinkt's. Und das ist jetzt unsere Positionsanzeige. Das ist auf jeden Fall auch neu und eine richtig coole Sache. Denn manchmal weiß man nicht, ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und erst wenn man irgendwie Current Position oder so eingibt, dann wird einem da reingezoomt. Oder wenn man eine Strecke plant, dann sieht man es auf einmal.
Ne? Aber sonst eher nicht. So, was haben wir da? Eine Crusader Starliner. Okay. Ah, die lassen wir lieber erstmal. Und fliegen erstmal hier zu unserem. Da ist unsere erste Drop-Off-Station. Und da fliegen wir hin. Und das Schöne ist, wir können hier wirklich direkt schon springen, obwohl wir noch gar nicht wirklich hochgestiegen sind. Wir sind schon viel zu hoch. Ich glaube, wir hätten schon vor 5 Minuten springen können. Außerdem bin ich viel zu schnell, nicht gerade. Ja, das wird jetzt aber bestimmt auf der dunklen Seite sein. Obwohl. Na, wir haben, glaube ich, immer noch Glück. Ist ja fantastisch. Ne, und ihr seht auch hier unten, das sieht auch schon wieder ganz anders aus als eben. Ne, eben hatten wir eher so ein paar runde Krater. Hier haben wir jetzt ein paar Schluchten. Und auch da wird es nochmal eine Überarbeitung geben. Es soll ja auch Schluchten geben, die dann extrem tief sind, wo wir uns drinnen Basen bauen können und verbergen können, wo es Höhlen gibt und so weiter und so fort. Das Ganze wird auch noch extrem tiefgängig werden. Noch tiefgängiger, als es jetzt schon ist. Ne, auch sehr, sehr cool. Ist es schon unsere Station? Obwohl? Ne, doch nicht. Obwohl doch. Ist das doch hier, oder? War das nicht hier? Ja, genau. Da ist nämlich eine Höhle in der Nähe. So eine Art Sinkhole, wo man reinfliegen kann. Ne? Da seht ihr es. Da waren wir auch lange nicht drin. Müssen auch mal wieder machen. Eine schöne Höhlenmission. Auch sehr, sehr cool. Aber uns heute interessierte dieses Kudo-Ore, dieser kleine gelbe Kasten, da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, ob wir hier vielleicht was verkaufen können und bringen unsere Kiste weg. So, wo ist denn der Eingang? Da ist er. Gehen wir hier mal runter. Fahren mal wieder unsere VTOL-Thruster aus. So, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier eine waffenfreie Zone haben. Ich glaube aber nicht. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Schiff machen wir auf jeden Fall zu. Wenn ich daran denke. Triebwerke machen wir mal aus. Jetzt staubt das hier die ganze Zeit. Aber die Schilde lassen wir auf jeden Fall an. So. Jetzt sehen wir auch, welches Paket wir nehmen müssen, wenn wir da hingucken. Und zwar ist das das Paket mit der Nummer... Na, wo steht's denn? Da. 173118. Und das müssen wir uns jetzt hier holen. Das ist es, alles klar. Dann gehen wir erstmal hier hin, machen die Butze auf. Zack, gehen wir einmal rum. Schnappen uns unser Paket. Da ist irgendwas Flüssiges drin. Ich höre das. Schwabbel, schwabbel. Geil aus, ne? Richtig cool aus. Oh, wie ich mich auf den Tag freue, wenn wir irgendwann mal selbst Basen bauen können, ne? Ich glaube, ich will auch eine gelbe haben. Aber das sieht man natürlich super, ne? Von, vielleicht, mal gucken. Ja, ich bin total da. Das wird unglaublich gut werden. So, hier werden wir auf jeden Fall Ware verkaufen können. Da bin ich ziemlich sicher. Und vielleicht können wir auch wieder was mitnehmen, aber erstmal werden wir hier unser Paket abliefern. Das könnten wir oder konnten wir auch mal mit der linken Maustaste tun. Ich probiere das mal. Nee, das geht aber nicht. Ne, leider stellt er das dann nur ab oder wirft das doof weg. Deswegen müssen wir es am besten wieder nehmen. Und hier müsste das dann wirklich mit F machen. Dann steht hier Place. Und dann stellt er das da rein. Und habt gerade so Glück gehabt und habt euch nicht die Finger geklemmt. So, müsste aber geklappt haben. Ja, oder er hat es nicht registriert, weil es so knapp war. Ich glaube, wir machen es lieber nochmal auf. Ich glaube, er hat es nicht hingekriegt. So, warten wir mal. Jetzt hat er es, glaube ich.
Jawohl, Daumen hab und rüber zur Konsole. Ja, wahrscheinlich war er gerade schon im Zumachvorgang und war da mit dem Scannen dann halt noch nicht so weit. Keine Ahnung. Überall stehen jetzt hier auch diese Dinger rum, ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Da kann man sogar hier den Knopf aufmachen. Bringt zwar nicht viel, aber es geht trotzdem. Das sind ja solche Lieferboxen, die werden wir später auch benutzen können. Und zwar sind die halt, ja, wie soll ich das sagen, die kühlen eure Ware oder halten eure Ware in einer ganz bestimmten Situation, also vielleicht zu einer ganz bestimmten elektronischen Ladung vielleicht, was auch immer diese Ware dann braucht. Und die werden wir brauchen, um diese Ware dann später zu transportieren. Na, wir wissen ja, es gibt Waren mittlerweile, die dürfen nicht in Quantum Drive, die dürfen nicht erschüttert werden, die dürfen nicht... Die müssen zu einer gewissen Zeit irgendwo hingeliefert werden, sonst gehen sie halt in die Luft und so weiter und so fort. Ne? Und dafür brauchen wir dann später solche Kisten. Ich gehe sogar davon aus, dass es wahrscheinlich so ist, dass wir diese großen Transportboxen, wo wir dann die kleinen Waren reintun, dass wir die selbst uns auch kaufen und zulegen müssen. Ne? Dass wir da so einen gewissen Stand dann haben von sowas. Ne? Würde ich echt wirklich von ausgehen. So, hier werden wir unsere Medical Supplies los. Wir kriegen das Doppelte raus, was wir bezahlt haben. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es ist insgesamt nicht viel, ne? Weil Medical Supplies das ist ein paar hundert, aber immerhin. Ne? Jeden Cent oder jeder UEC zählt. Jeder Credit. Aber wir sehen hier auch, das andere Zeug, die Agricultural Supplies, die werden wir hier eben nicht los. Aber wir können eventuell wieder was mitnehmen nach PO. Dann schauen wir doch mal. Waste zum Beispiel. Waste geht immer wunderbar nach PO. Und das... Oder nee, Waste nicht. Waste war falsch. Ich glaube, Scrap war es, ne? Ah, dann weiß ich es nicht genau. Aber vielleicht... Ich nehme mal einfach irgendwas mit. Wir nehmen mal... Agrizium vielleicht? Ja, Agrizium ist halt sehr teuer. Aber wir haben es ja. Ne, so, zack. Ja, komm. 1200, das passt schon. Na, vielleicht werden wir das ja auf PO los. Schauen wir mal. Na, Agrizium ist immer super. Irgendwo werden wir es dann schon los. So, zack und weiter geht's. Ne, und so müsst ihr dann später, wenn ihr Trader seid, eure Routen planen. Es ist immer gut, mehrere Sachen gleichzeitig abzuwickeln. Das heißt, wenn ihr Pakete von A nach B bringt, da immer euer Schiff mit voll zu laden. Wenn ihr eine Suchmission im All macht, wo ihr ein verschollenes Wrack untersuchen müsst, guckt, ob da mehrere Missionen dabei sind, die ihr nehmen könnt. Ja, meistens ist es so, ihr müsst einen Flight Recorder euch ersuchen dort, ihr müsst den Chief Engineer oder irgendeine bestimmte Person dort finden. Meistens müsst ihr noch die ganze Crew finden und wenn ihr Glück habt, habt ihr drei Missionen, die zu demselben Wrack führen. Ne? Guckt auf jeden Fall immer nach, ob ihr irgendwas habt, wo ihr ja eine Sache da mit abfrühstücken könnt. Aber auch hier sehen wir, wir sind wieder nicht voll, ne? Komischerweise. Kann aber auch sein, dass das nicht dargestellt wird. Aber wir haben doch nicht nur ein so ein Ding gekauft, oder? Oder doch? Oder was? Ich muss gestehen, ich habe auch nicht so wirklich drauf geachtet. Aber ist ja auch egal, ne? War wenn dann eh nicht mehr da. So, wir hätten natürlich jetzt noch was anderes mitnehmen können, aber wisst ihr was? Ist ja auch erstmal nur zum Zeigen. Später, wenn das mal wirklich relevant wird, dann geht es natürlich um jeden Cent. Ne? Aber jetzt im Moment ist das erstmal Latte. So, los geht's. Dann springen wir jetzt nach Yela. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich... Oh, wir können direkt springen. Das ist natürlich super. Gucken wir mal, ob wir schon... Oh ja, geht sogar schon. Ne? Ihr seht, also ihr müsst nicht wirklich hochfliegen, um hier springen zu können. Das geht relativ gut. Na, das können wir jetzt von hier aus schon machen. Und das würde ich sagen, machen wir auch. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah, doch, müsste eigentlich gehen. Obwohl, jetzt hat er wieder den. Ja, den hat er manchmal. Dann müsste er wieder hoch. Das ist auf jeden Fall ein super Beispiel für das... Qualitätsmanagement-Team bei Cloud Imperium Games, weil das ist wirklich so ein Bug, der kommt immer wieder und ich weiß gar nicht, das ist was, steht was, bei denen wahrscheinlich ganz oben auf der Liste, wo immer so, das ist so, bei den Top 10 ist das. Ne, dass ihr, wenn ihr den Quantum Drive auslöst, dass ihr dann halt, ja, dann immer mit dem Schiff mal hoch, mal runter, dann nochmal kalibrieren und dann irgendwann geht es dann. Ja, wenn es nicht geht, gibt es noch die Möglichkeit, einmal in das Mobiglas zu gehen. So, wir sinken, müssen wir schnell machen. So, und dann springen wir erstmal
direkt hier nach Yela. Ah, Angst. So, jetzt sind wir wieder zu tief. Jetzt müssen wir erstmal wieder aus der Atmosphäre raus. Und wenn das nicht geht, dann springt erstmal ganz woanders hin. Das geht dann meistens auch. So, wir springen erstmal ganz woanders hin. Wir springen mal... Wo springen wir hin? Was haben wir hier noch? Nicht wirklich irgendwas. Das, weil ich jetzt die Route geplant habe. Da sollen wir nochmal clear machen hier. Zack, zack. Jetzt haben wir wieder andere Punkte. Dann springt meinetwegen erstmal zu einem Orbital-Marker, wenn er einen findet. Und von da aus geht es dann meistens. Der zum Beispiel. Ja, wenn ich mich nicht irre, dann ist es ab der 3.14 auch so, dass ihr den Quantum Spool und den Quantum Jump, wenn ihr wollt, auf zwei verschiedene Tasten legen könnt. Ne? Da habe ich auch schon viele gehört, die gesagt haben, jawohl, das ist richtig cool, da habe ich schon ewig drauf gewartet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich lasse es auf einer Taste, weil das eine ist dann einfach einmal drücken, dann spoolt er und lange gedrückt, dann springt er. Bei mir liegt es einfach auf einer Taste, weil ich einfach nicht weiß, wohin mit meinen Tasten. Also besser gesagt mit meinen Belegungen, ne? Weil ich habe wirklich alles belegt und ich würde mir fast wünschen, ich hätte noch dreimal so viele Tasten. So, jetzt müssen wir einmal dahin, dann fliegen wir erstmal dahin, bringen einmal unser eines Paket weg. Und dann müssen wir noch das andere wegbringen. Ja, manchmal hat man Glück. Achso. Und man muss zwei Pakete dann zu einem Ort bringen. Aber das liegt halt, wie gesagt, immer an der Liefermission. Da müsst ihr halt vorher gucken. Das ist jetzt ein Deacons Research Outpost. Na, mal gucken. Ich denke mal nicht, dass die Agricultural Supplies haben wollen. Agricultural Supplies, besser gesagt. Ja, das ist wahrscheinlich eher was für so eine Family Farm. So eine, ihr wisst schon, wo man so Sachen anbaut. So, das war jetzt mal ein spannender Quantumsprung. Ne? Dadurch, dass wir jetzt natürlich von oben gekommen sind, sind wir nicht so flach angekommen. Aber ist ja auch mal ganz nett. Dann kommen wir mal halt von oben angeflogen. So, und auch hier mittlerweile so geil die Oberflächen, wenn man mal zurückblickt auf die damaligen Monde. Oberflächen, also Mond- und Planetoberflächen, da hat sich einiges getan. So, wir sind viel zu schnell übrigens. Deswegen werde ich mal noch ein bisschen Gas geben und auf jeden Fall mal die Vitolswasser nach unten packen. Aber das passt schon. Ja, das ist ein größeres Ding. Hier müssen wir uns auch erst das richtige Gebäude suchen. Da hinten gibt es ordentlich Steine zum Abbauen. So, das liegt hier auch in so einer Art Krater. Auch sehr geil. Ich glaube, ich so auch noch nie gesehen. Hier könnten wir uns jetzt auch ein Fahrzeug holen, wenn wir das wollten. So, wo müssen wir hin? Wir müssen zu dem Gebäude. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, landen wir doch mal ganz vorschriftsmäßig auf dem Pad. Ja, hier haben wir auch eine waffenfreie Zone. Sehr, sehr gut. Das heißt, es kann keiner kommen und uns hier wegschießen. Jo. Dann machen wir die Triebwerke wieder aus, den Rest lassen wir an und bringen unser zweites Paket weg. Jo. So, was müssen wir hier wegbringen? Das 823. Das ist dieses hier. Huh. Huh. Wo ist unser anderes Paket? Mach keinen Mist. Ich glaube, es ist nicht mehr da, ne? Es ist unsichtbar. Verdammt. Oh, da muss ich sofort einen Screenshot machen. Und einen Issue-Council-Eintrag machen. So geht das ja nicht. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Wir gucken erstmal. Nehmen wir erstmal das hier. Ja, das sind so Sachen, da kann man dann halt einfach seine Mission nicht beenden. Aber wenn man eh nicht im Fokus hat, unbedingt Kohle zu verdienen, was hiermit eh nicht wirklich geht, sondern einfach die Spielmechaniken und die ganzen Missionen zu testen, dann ist das alles gar nicht so ärgerlich. Ne? Weil so eine fantastische Grafik wie hier, die entschuldigt so einiges.
Ne, und jetzt mit der 3.15 fängt es ja jetzt wirklich an, Fahrt aufzunehmen, was Gameplay angeht. Ne, wir werden das Medical Gameplay reinkriegen. Wie ausgefeilt das dann schon sein wird, müssen wir mal abwarten. Aber auf jeden Fall wird es reinkommen und ich denke mal, es wird eine Menge an neuen Missionen mitgeben, die es dann gibt. Ne, unter anderem, Leute, ich glaube, wir kriegen hier einen 30k rein. Weil wenn hier die Tür nicht mehr aufgeht, dann heißt das meistens, dass irgendwas nicht stimmt. Wir können ja mal gucken hier oben in der Konsole, wenn wir R-Tab 1 angeben, zack, dann sind wir zu langsam gewesen, denn hier kommt schon der 30k. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall die Liefermission soweit. Ein 30k, den kann man leider nie verhindern. Ich hätte jetzt noch, wäre noch zu dem einen geflogen, hier hätte ich jetzt geguckt, ob ich das eine noch verkaufen hätte können. Ja, und so wurschtelt man sich da halt durch. Macht Spaß, ist auch relativ entspannend und nimmt euch ein Schiff mit. Ne, die Cutlass Black ist eigentlich super dafür. Das wäre auch übrigens, wenn ich Anfänger wäre und hätte nur ein Starterpaket und würde dann auf das erste Schiff sparen, was ich mir denn in-game kaufe, dann wäre das entweder die Cutlass Black oder die Prospector. Ne, eins von den beiden. Weil da geht dann wirklich ein bisschen mehr und damit könnt ihr dann auch ein bisschen mehr machen. Aber das sieht natürlich auch jeder anders und jeder hat so seine eigenen Favoriten. Der eine würde sagen, Cutlass Black bloß nicht, lieber Freelancer oder auf jeden Fall vielleicht erstmal die Nomad. Ne? Also das wäre so meine Wahl und so würde ich das dann machen. Und wenn ich kämpfen wollen würde, würde ich wahrscheinlich auf die Arrow sparen. Ne, dann hätte ich drei gute Schiffe, wo alles so ein bisschen geht, wo ich ein bisschen Abwechslung habe und genau. Gut, Freunde, das soll es aber gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann hoffentlich ohne 30k. Aber ich denke mal, das wird schon. Kann ja nicht jedes Mal einer kommen. Also, Freunde, macht's gut. Tschüss.